Dass Brasilien als gastgebendes Land sowieso der Favorit in der Partie gegen Paraguay war, stand natürlich außer Frage. Dennoch war es kein einfaches Unterfangen, auch wenn die Brasilianer hier besser loslegten und von Beginn an starke Akzente nach vorne setzten. Felipe Coutinho legt zu Arthur, der wird nicht richtig angegriffen und schießt dann drauf und trifft. 10. Spielminute, 1:0 für die Favoriten. Und Paraguay direkt mal als Außenseiter mit der Riesenaufgabe, 80 Minuten Zeit, dieses Ergebnis zu korrigieren. Aber da glaubte wahrscheinlich der kühnste Fan vielleicht gerade noch von. Denn es ging in der Folge des ersten Durchgangs erstmal in dieselbe Richtung. Felipe Coutinho mit der Möglichkeit zum 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff. Schöner Schuss mit links, der setzt sich dann aber etwas aus dem Tor heraus. Nach 45 Minuten stand es dann 1:0, absolut verdient. Und ja, das hätte auch schon deutlich höher stehen können. Glück also für Paraguay, dass sie am Leben blieben. Jetzt tatsächlich mal ein Akzent nach vorne über die rechte Seite. Der Flankenball ist nicht verkehrt und der Abschluss ist noch besser. Und Alisson Becker ist das erste Mal gefordert. Muss zeigen, was er kann. Aus kurzer Distanz mit einer guten Reaktion klärt er den raus. Brasilien im zweiten Durchgang wirklich fahrig und es gab dann nochmal einen Eckstoß. Rojas bringt den rein und da ist Bruno Valdés. Und der macht eine Viertelstunde vor dem Ende tatsächlich den Ausgleich und das war mittlerweile nicht mal mehr unverdient. Brasilien hatte sich das selber zuzuschreiben. Und das brachte dann nochmal die Verlängerung. 30 Minuten mehr Arbeit für Brasilien, das hätten sie sich gerne geschenkt. Und weiterkommen muss man sowieso erstmal. Und Paraguay, ja, die waren jetzt richtig motiviert. Die Tor, der Abschluss von Romero, auch gar nicht mal so verkehrt. Das Viertelfinale war hier schon sicher gebucht und plötzlich wurde es richtig brenzlig. Brasilien aber kam nochmal vom Seitenwechsel in der 104. Spielminute. Roberto Firmino, schöner Übersteiger, wird auch nicht angegriffen, trifft dann aber nur das Aluminium. Gute Möglichkeit, Glück für Paraguay, hätte es schon sein können. Nochmal eine Viertelstunde, 3 Minuten vor dem Ende, dann Brasilien auf dem Zahnfleisch. Firmino zu Felipe Coutinho. Und das 2:1. Felipe Coutinho bewahrt seine Mannschaft vom Poker vor dem Elfmeterschießen. Mit Ach und Krach setzen sich die Brasilianer hier durch. Paraguay hat überragend gekämpft, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht. Argentinien hatte sich in der Gruppenphase wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Mit Ach und Krach gewannen sie dann gegen Katar und zogen so ins Viertelfinale ein. Und gegen Venezuela sollte es eigentlich besser laufen. Doch dann gerieten sie in der 5. Minute in Rückstand. Darwin Machis. Das 1:0 für Venezuela. Der Außenseiter führte, aber das passte zur Turnierleistung der Argentinier. Was war los mit den Hellblauen? Konnten sie endlich mal was Produktives nach vorne bringen? Halbe Stunde, Lautaro wird nicht angegangen und dann traut er sich einfach mal, aber wirklich konstruktive Angriffe wurden kaum mal bis zum Ende gespielt und dann müssen es diese Schüsse aus der zweiten Reihe sein, die immer wieder entschärft werden konnten. Kurz vorm Pausenpfiff nochmal Argentinien. Lo Celso über die rechte Seite, dann Otamendi. Der hatte auch die Schnauze voll, ist mal mit nach vorne gekommen. Wuchtet den Ball rauf, aber wieder sollte es nicht sein. Und nach 45 Minuten stand es dann 1:0 für Venezuela. Eine Torchance hatten sie, die verwandelten sie. Und Argentinien unter Druck im Viertelfinale gegen Venezuela raus. Das wäre eine Riesenblamage. Lionel Messi dann
nach 5 Minuten im zweiten Durchgang mit seiner auffälligsten Szene bis dahin. Auch er wirkte etwas neben der Spur. Venezuela jetzt aber mit leichtsinnigem Spiel hintenrum. Sergio Aguero gewinnt den Ball, steckt dann zu Lokelso rüber. Und der macht 20 Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Giovanni Lokelso. Ärgerlich für Venezuela, weil es so unnötig war. Dicker Fehler. Schlussphase. Jetzt schwamm sie hinten. Die Venezuelaner. Kun Agüero. Und das ist einfach Spitzenklasse. Sergio Kun Agüero in der 89. Spielminute. Setzt den Ball ans Aluminium, vermeidet die Verlängerung und schießt Argentinien damit ins Halbfinale. Venezuela hat klasse gekämpft. Am Ende gingen ihnen die Körner aus und unterm Strich fliegen sie dann auch verdient raus. Das von den Namen vielleicht gleichwertigste Viertelfinale, Kolumbien gegen Chile, das hatte durchaus namentlich schon etwas zu bieten und das brachten beide Teams auch auf den Platz. Die erste Möglichkeit gehörte Kolumbien, das ist Diaz, der nicht wirklich angegriffen wird, hat dann die Übersicht und James Rodriguez scheitert am chilenischen Keeper. Die frühe Führung hier schon denkbar gewesen, Glück in der Phase für Chile. Dann kamen sie ja auch mal über die rechte Seite, super Flanke auf Eduardo Vargas. Und der macht die Führung. 27. Spielminute, kam etwas aus dem Nichts zu dem Zeitpunkt. Kolumbien, die bessere Mannschaft, aber das zahlte sich nicht aus. Und vorm Pausenpfiff nochmal Chile. Pulga sieht Vargas. Gute Ballmitnahme in der Drehung und 2-0 für Chile. Unmittelbar vorm Seitenwechsel, das schmerzt richtig für Kolumbien. Das gab jetzt eine richtig große Aufgabe für die zweiten 45 Minuten. Eduardo Vargas mit seinem Doppelpack hat er diese Partie in eine gewisse Bahn gelenkt. Aber Kolumbien drehte jetzt etwas auf. Diaz und gut durchgesteckter Ball. James zu Falcao. Der Anschluss war in der 50. Minute schon mal wiederhergestellt. Relativ einfach in die Spitze, kein Abseits jeweils und Chile dann etwas zu offen. James Rodriguez, gute, sehr auffällige Partie. Schöner Flankenball auf den zweiten Pfosten, da kommt Juan Cuadrado zum Kopfball. Der trifft aber nur das Außennetz. Weiterhin also 1-2 und Kolumbien musste jetzt langsam kommen. Cuadrado, schöner Ball. James Rodriguez sieht, dass der chilenische Keeper zu weit vor seinem Kasten steht und holt dann alles aus seinem Weltklasse linken Fuß raus. Einfach fantastisch, der senkt sich dann in den Winkel rein. Und Chile war jetzt völlig desillusioniert. Und nochmal Kolumbien, James Rodriguez. Falcao wird nicht angegriffen. Falcao! Ein Tor schöner als das andere. 81. Spielminute. Die Partie war gedreht. Und das war auch der Schlusspunkt. Nach 0-2 Rückstand kommt Kolumbien zurück. Falcao Doppelpack. Ein Tor noch von James Rodriguez. Und das reicht dann am Ende, um Chile zu besiegen. Die fanden nur in der ersten Halbzeit statt. Uruguay war gegen Peru der klare Favorit, nicht zuletzt, weil Peru auch gegen Brasilien 5-0 auf die Mütze bekam. Das waren keine guten Vorzeichen für die Peruaner. Aber Uruguay ließ sich davon nicht beeindrucken, spielte den eigenen Stiefel runter und kam dann in der Frühphase zum 1-0 durch Luis Suarez. Der lauert einfach, der hat den Riecher, der Ball geht an den Pfosten dann. Staubt er ab, bringt den Ball über die leere Torlinie. Aber Peru ließ nicht lange auf sich warten. Flanke von Polo erstmal geklärt. Verfahren ans Aluminium und Raúl Ruy Díaz kann das, was Luis Suarez kann, schon lange. Fast eine Kopie des Treffers von Uruguay.
Es war eine wirklich unterhaltsame und spaßige Partie, auch von Fehlern teilweise geprägt. Jetzt wieder Peru. Sie waren hier deutlich spielerisch überlegen in weiten Teilen des ersten Durchgangs. Und das ist Jefferson-Verfahren. Kann natürlich nicht jeder sitzen, aber den darf man gerne mal reinmachen und die Qualität dazu hatte. 1:1 nach 45 Spielminuten. Im Endeffekt etwas glücklich für Uruguay, die stark abbauten gegen gut aufgelegte Peruaner. Dann ja erstmal den Ausgleich fangen mussten. Und wieder Peru. Jefferson Fafan. Starker Ball in die Spitze. Doppelpack Raul Rui Diaz. 63. Spielminute. Fantastisches Tor. Peru konnte wirklich beeindrucken. Das hatte man nicht so erwarten können. Nach eben dieser Klatsche gegen Brasilien. Jetzt aber nochmal Uruguay. Flanke von der linken Seite. Cavani. Zum ersten nicht erfolgreich, aber der zweite Kopfball kann dann sitzen. 81. Minute. Ganz komisches Ding. Calese im Tor von Peru verschätzt sich komplett. Und so ging es dann in die Verlängerung. Die war dann über weite Strecken sehr, sehr abtastend und extrem langweilig. Einer der wenigen Akzente von Uruguay, schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Luis Suarez, die Flanke maßgenau und Nicola Lodeiro in der 111. Spielminute erzielt den entscheidenden Treffer. 3:2 setzt sich Uruguay durch. Und das ist durchaus schmeichelhaft, weil Peru eben über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Sie trafen aber einmal weniger und sind dementsprechend aus dem Wettbewerb hiermit ausgeschieden. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Naja, danke fürs Zuschauen, bis dann und ciao.